Jo, mein liebes Netzwerk, herzlich willkommen bei der LinkedIn-Show Nummer 17. Heute mit zwei Gästen. Martina Haas wird ihr neues, grandioses und sehr provokant betiteltes Buch Vergesst Networking, Untertitel oder macht es richtig, vorstellen. Wie man das richtig macht, darüber erfährt man eine ganze Menge in diesem knalligen oder Buch mit dem knalligen Cover und dem sehr substanziellen Inhalt. Als zweiter Gast heute in der Sendung beehrt uns Miroslav Pergel. Er veranstaltet das LinkedIn Local Wien, das erste LinkedIn Local in Österreich, am 27. November, also nicht mal mehr ganz eine Woche hin. Ich hoffe, Sie haben bereits Ihre Tickets. Die kosten 55 €. Dafür bekommt man ein viergängiges Flying Dinner in einem wunderschönen 5-Sterne-Hotel, Freigetränke den ganzen Abend und 6 Keynotes noch sozusagen als Bonus obendrein. Also wer noch keine Karten hat, ist selber schuld. Und gerade in Österreich, da denkt man sich ja oft, na, schauen wir mal, warten wir mal an. Und dann, im Nachhinein, heißt dann, ach verdammt, wäre ich da bloß dabei gewesen, damals beim ersten LinkedIn Local in Wien. Also um diesen Fehler zu vermeiden, auf zum Ticketverkauf. Ich glaube, das wird eine grandiose Veranstaltung, aber hören wir uns mal an, was Miroslav darüber zu erzählen hat. Miroslav, herzlich willkommen in der LinkedIn Show. Du bist gerade im Hotel Anders auf Location-Besichtigung. Dort findet nämlich am 27. November das erste LinkedIn Local Wien statt. Miroslav, was ist eigentlich überhaupt ein LinkedIn Local? Hallo, guten Abend. Ja, ich bin hier im Anders, im 5-Sterne-Hotel in Wien und es ist eines der für mich faszinierendsten Hotels. Darum habe ich mich auch entschieden, das LinkedIn Local Wien hier stattfinden zu lassen. Was ist ein LinkedIn Local? Es ist grundsätzlich gedacht als eine Netzwerkveranstaltung, wo man sein virtuelles Netzwerk hier sozusagen persönlich treffen kann. Ja? Das heißt, damit man jetzt nicht nur virtuell verbunden ist, weil ich habe zum Beispiel jetzt, ich bin seit April dabei auf LinkedIn, ich glaube fast viel zu spät, aber noch immer rechtzeitig, hoffentlich. Aber das Problem ist, ich habe 2000 sozusagen, wie soll ich sagen, es sind keine Follower, sondern vernetzte Kontakte. Und ich kenne aber, sagen wir mal, nur 10% von denen, wenn es überhaupt gut geht. Und das ist, finde ich, sehr schade, weil ich glaube, in einem persönlichen, wenn man sich persönlich kennt, kann man auch ein ganz anderes Geschäft aufbauen. Ja, das ist auch meiner Erfahrung nach in vielen Fällen dann der anschließende Online-Kontakt, auch ein ganz anderer, wenn man sozusagen nicht nur ein Bild zu der Person hat, sondern sich wirklich eben mit der unterhalten hat. Also damit hast du eh schon sozusagen meine nächste Frage quasi beantwortet. Ich wollte fragen, wie du auf die Idee gekommen bist, das erste LinkedIn Local in Wien zu organisieren, also eben quasi auch den Leuten eine Möglichkeit geben, mal sich kennenzulernen und ja, die Community halt mal auch analog an einen Platz zu bringen. Naja, es ist jetzt so, dass ich natürlich generell diese ganzen Netzwerkveranstaltungen sehr ungern besuche, weil im Grunde genommen jeder nur hingeht, um etwas zu verkaufen. Und ich bin aber jetzt nicht der Typ, der unbedingt zu einer Veranstaltung geht, um etwas zu verkaufen, sondern ich möchte einmal die Leute kennenlernen. Und ich habe bemerkt, dass sehr viele, die so Netzwerkveranstaltungen besuchen, dann eher so frustriert sind, ja, zum Schluss, dass sie nichts verkaufen konnten. Ja. Und ich möchte hier etwas ganz Neues schaffen, im Grunde genommen, dass man sich einmal persönlich kennenlernt und nicht unbedingt ihnen etwas verkaufen, ja, sondern grundsätzlich schauen, dass wir gemeinsam, ja, an Projekte, sozusagen Projekte entwickeln und Projekte arbeiten, weil das ist mir nämlich heuer passiert. Ich habe mit zwei der Keynotes bei einer Netzwerkveranstaltung kennengelernt und habe dort sozusagen hier nicht versucht, etwas zu verkaufen, sondern habe gesagt, wie wäre es, wenn wir etwas Gemeinsames machen? Und daran arbeiten wir jetzt schon seit 6 Monaten. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Und aus dieser Idee heraus habe ich mir gedacht, okay, warum sollten das die anderen auch nicht unbedingt versuchen? Ja. Und das nächste ist, im englischsprachigen Raum sind solche LinkedIn Locals ein wirkliches Event. Da kommen 300, 400, 500, ja, das letzte war jetzt LinkedIn Bahrain, glaube ich, war das, ja, oder Dubai war das, da waren über 1000 Leute dabei, ja, also Aber weltweit haben sie sich gesammelt. Ja? Das heißt, das waren nicht nur Leute aus der Umgebung, sondern die waren aus England, dort aus Amerika, aus den USA. Und im deutschsprachigen Raum sehe ich das ein bisschen noch so Aufholbedarf. Ja, 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 absolut. Besonders in Österreich. Ja, in Österreich ganz speziell. Wir sind ja quasi, Österreich ist ja oft noch ein wenig hinterm Rest des deutschsprachigen Raums nach. Insofern finde ich es umso cooler, dass du das jetzt angehst und die Veranstaltung machst. Jetzt, wie wird das ablaufen? Was erwartet die Besucher dort? Was bietet die Veranstaltung den Besuchern? Einerseits Netzwerken, aber ich glaube, es gibt Essen auch im Hotel Anders. Es ist grundsätzlich, möchte ich ein neuartiges Netzwerken versuchen. Das heißt, nicht dieses, was ich so Wirtshausnetzwerken nenne, sondern es soll wirklich, also für kulinarische Genüsslichkeiten ist gesorgt. Ja, wir haben freie Getränke, wir haben ein 5-Sterne-Hotel, ein 4-Gänge-Flying-Dinner. Das, glaube ich, wird schon für den Gaumen etwas Besonderes sein. Aber ich habe mir gedacht, wir wollen ein bisschen uns doch dieses Jahr ausklingen lassen. Wir haben, glaube ich, alle waren sehr fleißig. Und so ein kleines Event veranstalten, wo wir ein bisschen ausklingen lassen können und auch Input aber bekommen. Das heißt, wir haben 6 tolle Keynotes. Dafür möchte ich auch dir insbesondere danken, dass du dich bereit erklärt hast, hier mitzumachen. Ich wollte nur sagen, bei 5 sind sicher ziemlich cool, bei Herrn bin ich mir nicht so sicher. Nein, da bleiben wir bitte, müssen wir gar nicht bescheiden bleiben. Ja, es sind wirklich 6 geniale Keynotes, jeder für sich und in seinem Bereich einzigartig. Ja. Und ich finde das sehr toll, dass ihr euch bereit erklärt habt, hier mitzumachen. Ja. Insbesondere die Irene und der Ilkay, die kommen aus Deutschland, ja, obwohl es ist eigentlich ein österreichisches Fest, ja, sagen wir es mal so, und die kommen trotzdem, ja, auf eigene Kosten. Ja. Das möchte ich auch betonen. Also keiner von euch hat irgendwas von mir bekommen, ja, nur dass die Leute das auch vielleicht wissen. Also das ist Uneigennutz, ja, pur. Ja, jeder kommt, weil er es einfach genial findet. Und das heißt, wir wollen hier ein bisschen also ein bewegtes Netzwerken machen, hat mit Speed-Networking gar nichts zu tun, sondern wir wollen das ein bisschen anregen zum Interagieren mit den Menschen, die da sind. Und das wird, glaube ich, für jeden eine neue Erfahrung, was Netzwerken betrifft. Und natürlich werden wir Input bekommen von euch. Freut mir sehr gut. Also wenn ich jetzt nicht der Keynote halten würde, dann würde ich auf jeden Fall als Besucher auf die Veranstaltung gehen. Ich persönlich finde das gezwungene Speed-Networking immer ein bisschen blöd. Ich war einmal dort, das ist, man muss sich mit jedem unterhalten. Das entspricht da nicht so der Art, wie man kommuniziert. Finde halt ich persönlich. Nein, also das ist genau das und wir haben super Themen. Ja, es geht grundsätzlich um LinkedIn und nicht nur um LinkedIn, sondern generell um Business. Und es geht aber, jedes Thema hat eigentlich mehr oder weniger den Punkt des Menschen. Das heißt, wenn ich etwas nicht will, ja, dann wird auch nichts funktionieren. Und ich glaube, als Selbstständiger und Unternehmer muss man mal verstehen, dass man hier selber anpacken muss. Und Management ist das eine, Leadership ist das andere. Und mir geht es eigentlich darum, die Leute zu Leadern zu machen. Und das ist auch so quasi mein Steckenpferd. Aber jeder, wie er will, im Grunde genommen. Ja. Ja, ja. Aber ich glaube, im Prinzip ist es bei so einer Veranstaltung, so wie du es am Anfang gesagt hast, genauso wie auf LinkedIn. Da ärgert sich auch jeder über die Verkäufer, die eine Kontaktanfrage schicken und ich hätte da was. Ein Netzwerk veranstalten, das ist eigentlich kein Netzwerk. Wie du sagst, wenn jeder hingeht, der was verkaufen will. Wenn man das als Netzwerken sieht, ich freue mich wirklich sehr, sehr drauf. Warst du schon mal bei einem LinkedIn Local irgendwo im Ausland? Nein, habe ich noch nicht besucht. Aber ich habe es mir zum Ziel gesetzt, jetzt auch hier nach dieser Veranstaltung, egal, also für mich ist es auf jeden Fall, hat einen Mehrwert, weil ich werde euch alle kennenlernen, ja, also auch wenn wir in einer kleinen Runde bleiben, ist es auch für mich auf jeden Fall, habe ich schon meinen Mehrwert. Ich habe es nicht geschafft, aber ich habe mir vorgenommen, auch zukünftigen LinkedIn-Local-Veranstaltern, also Hosts, zu helfen bei der Organisation. Das heißt nicht, dass ich jetzt Wien nach dem nicht mehr machen werde, aber wenn jemand anderer das auch machen möchte, ist er gerne willkommen, mir zu helfen oder selbst zu machen. Ich stehe zur Verfügung. Ich möchte aber auch die anderen besuchen, also München, ich möchte auch in die Schweiz, nach Bern, ja, Zürich. Also möchte mal schauen, wie die Leute dort das machen und wie sie einfach funktionieren und was so da die Themen sind. Und also so wie ich kann, so möchte ich das auch machen. Ja? Also Bonn, Köln, ich komme jetzt in Deutschland, also das wird ganz groß. Ja, ja, zum Abschluss noch, jetzt müssen wir unseren Zusehern auch sagen, was kosten die Tickets für den Abend? Es ist so, es gab grundsätzlich einmal die Überlegung, hier die Tickets in 3 Stufen zu 3 Preisen zu verkaufen. Ich bin aber jetzt davon abgekommen, es wird jetzt die Aktion Networking Ticket verlängert bis zum Schluss, ja, 55 Euro netto kosten die, das heißt 66 Euro brutto. Ich glaube, ja, das ist, ja, genau. Ein No-Brainer, oder? Ich mein, ja, ich meine, Entschuldige, aber für die ja. Keynotes, ich meine, nur einer kostet, glaube ich, am Abend 3.000 Euro für eine Veranstaltung. Ich habe 6, also das sind 18.000, die ich mir spalte. Habe und biete es natürlich den anderen an um 55 Euro. Ja. Ja. Essen, trinken, ja, den ganzen Abend, solange die Veranstaltung dauert, wie gesagt, Getränke gratis, Essen, 4 Gänge, Flying Dinner. Also ich weiß nicht, ob man es besser machen kann und das kann man vielleicht schon, aber um diesen Preis wird es schwierig, weil das ist wirklich da lege ich mich schon ins Zeug. Das merkt man, ich habe mich sehr gefreut, als du mich gefragt hast wegen der Keynote und ich muss, wie gesagt, noch einmal, der Preis ist ein Wahnsinn für den Abend. Auch ohne die Keynote, in einem tollen Hotel, ein vierjähriges Flying Dinner mit interessanten Leuten reden und die Sache hat sich. Und da gibt es noch so viel Mehrwert dabei. Wer dort nicht hinkommt, ist selber schuld, oder? Ja, ja, ich möchte das so nicht sagen. Es gibt keine Ausreden. Ich weiß nicht, ob ich das jemals so schaffen werde. Ja, auch beim nächsten LinkedIn. Also ich meine, welche 6 soll ich noch engagieren, damit mehr Leute kommen? Also ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube, es ist auch beim ersten Mal immer schwierig. Gerade Österreicher und Wiener, die schauen es. Schauen wir mal. Und dann ärgert man sich ganz furchtbar, wenn man beim ersten Mal nicht dabei war. Also das könntet ihr euch alle ersparen, indem ihr euch ein Ticket besorgt. Und was vielleicht jetzt auch ein bisschen hervorgegangen ist, wir haben ja bald... Vielleicht gibt es schon die ersten, bald beginnen die Weihnachtsfeiern. Also LinkedIn Local vielleicht auch so etwas wie die Weihnachtsfeier der Wiener oder österreichischen LinkedIn-Community. Ich freue mich sehr drauf. Miroslav, danke fürs Gespräch. Wir sehen uns dann am 27. Ja, danke dir fürs Interview, für dein Engagement und dass du mich so toll unterstützt und auch die anderen und danke für die Möglichkeit. Ja. Ich finde die Veranstaltung großartig. Danke dir, dass du dir die ganze Arbeit machst. Ja, ich habe mich gefragt, warum du das bisher nicht gemacht hast, aber... Seht ihr diesen ernsten Blick? Ein Fernbleiben vom LinkedIn Local zieht zumal für Wiener mindestens einen scharfen Verweis nach sich. Dort kann man nämlich ganz hervorragend networken und das bringt mich auch zum zweiten Thema und zum zweiten Gast meiner Sendung. Martina Haas, Rechtsanwältin, Autorin, Networking-Expertin, hat ihr bereits drittes Buch über Networking geschrieben. 2006 hat sie Was Männer tun und Frauen wissen müssen, Erfolg durch Networking, veröffentlicht. Ich möchte nur nebenbei bemerken, dass dieses Buch 5 Sterne-Bewertungen von 7 Bewertungen hat. Dann gab es von ihr den Crashkurs Networking in 7 Schritten zu starken Netzwerken und nun ganz frisch erschienen, Vergesst Networking oder macht es richtig. Ich habe das Buch von Martina bekommen, ich habe es gelesen, es ist großartig inhaltlich, es ist sehr erfrischend gelayoutet, sie hat es mit vielen Networking-Experten, mit Praxisbeispielen aus ganz unterschiedlichen Bereichen gesprochen. Das macht das Ganze sehr, sehr greifbar und sehr anschaulich. Das ist kein Buch über die graue Netzwerktheorie, sondern hier wird sehr, sehr praktisch anwendbares Wissen, das man auch sofort nutzen kann, vermittelt auf eine sehr, sehr sympathische Weise, aber... Lassen wir Martina selbst über ihr Buch erzählen. Vorher nur noch eine kleine Anmerkung aus allen, die zu dieser Sendung einen Kommentar hinterlassen, entweder live während der Sendung oder in den folgenden 3 Tagen bis zum Sonntagabend, können ein Exemplar des E-Books von Vergesst Networking gewinnen. Ich ziehe dann einfach aus allen Kommentatorinnen und Kommentatoren die Gewinnerin oder den Gewinner. Also sagen Sie Hallo, wenn Sie gerade zusehen und nehmen Sie teil an der Verlosung. Dieses Buch kann, ja, jedes Buch kann Ihr Leben verändern, aber dieses Buch kann Ihre bisherigen Netzwerkstrategien auf den Kopf stellen und Ihnen auch mal zeigen, worauf es dabei wirklich ankommt. Aber genug Intro, lassen wir Martina selbst reden. Was kann man denn falsch machen beim Networking? Erstmal einen wunderschönen guten Morgen nach Wien. Man kann 1000 Fehler machen. Also es fängt damit an, dass ein Teil der Menschen zu forsch und so schnell und so fordernd auftritt, während andere viel zu passiv sind und hoffen, dass irgendwas passiert aus heiterem Himmel. Aber da können Sie lang warten. Also wer nicht auf andere zugeht, der wird beim Netzwerken keinen Erfolg haben. Und zwischen diesen beiden Polen gibt es jede Menge Dinge, die man optimieren kann. Also das heißt sozusagen auch hier der goldene Mittelweg, wenn ich dich da richtig verstehe. Nicht der goldene Mittelweg. Weißt du, Networking ist ja was Hochindividuelles. Jeder Mensch ist anders gestrickt und es kommt ja auch immer darauf an, in welchem Kontext man unterwegs ist. Kennt man Leute schon, tut man sich leichter. Wenn man neue Menschen kennenlernen will, dann ist die Hemmschwelle und die Hürde wesentlich höher, auf andere zuzugehen und auch ein Anliegen zu formulieren. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Und jetzt ist halt bei dir im Buch ist es so, du hast einerseits Netzwerktheorie, sehr viele praktische Ideen, sehr viele umsetzbare Dinge. Du hast dich mit vielen Experten unterhalten. Gab es für dich einen konkreten Auslöser, ein Buch zu diesem Thema zu schreiben, oder war das mehr so das Resultat eines längeren Prozesses? Also die Geschichte reicht ja etwas länger zurück. Mein erstes Networking-Buch habe ich 2007 geschrieben und es trug den Titel "Was Männer tun und Frauen wissen müssen, Erfolg durch Networking". Damals hatte ich gesehen, dass Männer exzellent netzwerken und dass Frauen dies zwar privat auch tun und extrem gut können, das ist aber im beruflichen Alltag völlig vernachlässigen, weil sie darauf setzen, dass es ausschließlich auf Leistung und Qualifikation ankommt. Und das ist natürlich ein Trugschluss. Es gibt eine alte Studie von IBM aus den 1990er Jahren und da hat man eben herausgefunden, dass Leistung und Qualifikation vielleicht 10% ausmachen, dass der Rest aber die Selbstpräsentation ist zu ungefähr 30% und 60% des Erfolgs resultiert aus den guten Verbindungen. Man sagt ja immer, tu Gutes und rede darüber, aber es ist natürlich sehr viel schöner, wenn dich eine dritte Person lobt und weiterempfiehlt. Das war mein Ausgangspunkt erstmal für das erste Buch. Der eigentliche Hintergrund war aber mein eigenes Networking-Verhalten. Ich war in einem großen Banken- und Immobilienkonzern tätig. Das war die Bankgesellschaft Berlin mit ihren vielen Beteiligungen. Und es gab Ende der 1990er Jahre einen Bankgesellschaftsskandal damals. Und im Zuge dessen sind extrem viele Tochtergesellschaften liquidiert worden. Man hat ganze Führungsebenen in der Bank und beiden Beteiligungen quasi ausradiert, teilweise bis in die dritte Ebene runter. Und ich hatte ein extrem gutes Netzwerk innerhalb des Konzerns und stand dann plötzlich da und hatte meine vertrauten Ansprechpartner nicht mehr. Und der andere Punkt, und das ist mein persönliches Networking-Learning von damals, ich hatte mein Netzwerk innerhalb des Konzerns ausgebaut und gepflegt und hatte viel zu wenig draußen in der Welt getan, sprich in Berlin und sonst wo. Und das ist mir ein bisschen auf die Füße gefallen und das war eben der Grund zu sagen, das sollte anderen Menschen nicht passieren. Also ein Learning aus meinem damaligen Fehler. Sehr, sehr spannend. Würdest du sagen, 2007, das sind jetzt 12 Jahre, haben die Frauen aufgeholt mittlerweile? Sind die besser geworden im Networking? Ich habe ein ganzes Kapitel dazu geschrieben, Aufholjagd der Frauen beim Netzwerken. Es ist immer noch so, Frauen sind privat extrem gut vernetzt. Sie managen ja praktisch die Beziehungen der Familien und der Freundschaften. Keine Frage, wer kümmert sich um den Kindergeburtstag? In den seltensten Fällen ist es der männliche Part in einer Beziehung. Das ist eine Sache, aber was ich im Beruflichen sehe, es gibt extrem gut vernetzte Frauen, die auch bei mir im Buch sind, wie die Frau Dr. Nikutta. Das ist die Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe, die jetzt gerade vor ein paar Tagen in den Vorstand der Deutschen Bahn berufen wurde. Exzellent vernetzt, aber ich sehe die meisten Frauen an einer Stelle, wo sie sehr viel mehr tun könnten, aber oft auch nicht tun wollen, weil sie denken, sie brauchen es nicht. Und es gibt auch viele Männer, die Vorstellung haben, dass Networking Was Negatives ist, dass man sich Vorteile verschafft, die einem nicht zustehen. Und deswegen gibt es auch all diese negativen Begriffe, die Vetterleswirtschaft bei uns in Baden-Württemberg, die Bayern nennt es Gschaftelhuberei. In Köln haben wir den Kölner Klüngel. Und ich weiß nicht, was ihr in Österreich dazu sagt, wenn die Leute so zusammenklucken und alles intern verteilen. In Wien sagen wir dazu Freien der Wirtschaft. Ja, es ist überall dasselbe, ja. Und auch der Begriff der Seilschaft ist negativ behaftet. Dabei muss man mal sehen, dass eine Seilschaft im Berg ja unglaublich wichtig ist. Das sichert die einzelnen Mitglieder des Teams. Und viele Leute sehen nur auf die Auswüchse von Networking, aber nicht auf das, was an Positiven bewegt wird. Und ich möchte natürlich nicht, dass die Leute meine Ideen dazu verwenden, andere auszunutzen. Das wird auch nicht funktionieren, weil Schmarotzer werden relativ schnell enttarnt und dann bist auch im ganzen Netzwerk unten durch. Das geht auch sehr deutlich aus deinem Buch hervor. Also ich habe das nur gelesen und habe mir die ganze Zeit gedacht, ja, es ist Zeit, dass jemand das mal genau so niederschreibt. Jetzt habe ich natürlich, weißt du, es ist die LinkedIn-Show hier bei mir, dein Buch beschäftigt sich mit dem Thema Networking. Es ist kein technisches Buch, es ist keine Anleitung für Social-Media-Plattformen, aber gerade LinkedIn ist natürlich sozusagen ein gutes Tool fürs Networking. Du bist ja da selber auch sehr aktiv. Wie siehst du LinkedIn? Also LinkedIn ist im Augenblick meine bevorzugte Plattform. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe im letzten Jahr ungefähr 800 Kontakte gehabt und die habe ich irgendwie zusammengesammelt über 10 Jahre. Also total wenig, aber ich war auch nicht aktiv und ich habe keine Ahnung, wie es überhaupt zu so vielen Leuten kam. Und ich hatte im letzten Jahr sehr viel mit Instagram experimentiert, habe aber gesehen, ich stagniere da zwischen 408 und 460 Kontakten oder Followern, wie man es nennen mag. Das ist wohl nicht das richtige Tool für mich, während ich bei LinkedIn eine ganz andere Reichweite entwickelt habe. Ich bin jetzt bei knapp 3.200 Followern von 800 in einem Jahr, finde ich, ist sehr, sehr ordentlich und es findet auch viel Austausch statt bei meinen Posts, weil die Follower sind ja eine Sache, aber wenn sich da nichts bewegt, wenn da keiner was tut, wenn nicht kommentiert wird, wenn du keinen Austausch hast, dann kannst du ja vergessen. Aber wenn das eben passiert, so wie bei dir, ich gebe das ja auch mit, das wird schon eine ziemliche Spirale nach oben. Das ist schon richtig. Ja. Aber also es ist ganz witzig, als ich zum allerersten Mal das Buchcover gezeigt habe, haben sich das innerhalb von wenigen Tagen 24.000 Menschen angeschaut. Also so viel Reichweite hatte ich vorher nicht und hinterher leider auch nicht mehr. Also es liegt bei mir, wenn es richtig gut läuft, dann sind es so um die 4.600 Menschen, die meine Posts anschauen. Und für das Buchcover diese Aufmerksamkeit zu bekommen, das ist sensationell. Das kriegst du nicht hin, wenn du abends auf einem Event bist. Da redest dann vielleicht mit 5 Leuten und mehr ist ja zeitlich auch nicht machbar. Also es ist auch meine Philosophie, immer Dinge von vielen Seiten anzugehen, also analoges Netzwerken und auch ganz stark in den Social Media, da aber zu schauen, wo ist meine Zielgruppe? Es kann sein, dass bei dir andere Dinge funktionieren als bei mir. Es nimmt keinem einer ab, dass man ausprobiert, dass man die Dinge neu justiert, die Dinge verändern sich auch rasch und es hängt auch stark an den Themen. Ja. Also man muss aktiv sein. Von einem Networking-Buch allein hast du noch nicht den Wahnsinnserfolg. So ein Buch kann dir Anregungen geben. Und das war auch der Grund, weshalb ich mit den vielen Netzwerkern gesprochen habe. Die sind ja alle ähnlich unterwegs wie ich, aber mit unterschiedlichen Akzenten. Und ich finde es immer extrem lehrreich, wenn du Leute aus anderen Branchen siehst und du merkst, hey, die haben vergleichbare Probleme. Und das ist total schön, weil die haben mich auch wirklich in ihr Schatzkästlein gucken lassen. Für mich und meine Leser ist es natürlich super. Klar, das sind auch sehr, sehr spannende Interviews und es ist halt wirklich interessant. Also ich merke in den Workshops immer, da gibt es oft viel Unsicherheit bei dem Thema. Die Bedienung und die Technik und die Hacks und so, das kann man lernen, aber sozusagen die Psychologie, wen redet man, warum an, wie baue ich mein Netzwerk auf? Diese Fragen beantwortet dein Buch ganz, ganz hervorragend. Liebe Martina, ich danke dir für das Interview und vergesst Networking oder macht es richtig, allen nur ganz, ganz warm ans Herz legen, entweder als Hardcover, Papierbuch oder auch auf, natürlich für Kindle verfügbar. Ja, sehr schönes Layout, sehr, sehr tolles Buch. Kommt auf jeden Fall in Zukunft auch auf meine Pflichtliteratur bei Studenten und Workshops. Gratulation. Ich danke dir sehr, hat riesig Spaß gemacht und dass die Zeit so schnell rumgegangen ist, klasse. Ich danke dir. Hab einen schönen Tag. Du auch, du auch. Vergesst Networking oder macht es richtig. Ein Prinzip, das man wohl auf sehr viele Lebensbereiche anwenden kann. Also vergessen oder richtig machen. Wie bereits erwähnt, schreibt einen Kommentar, entweder jetzt live während der Sendung oder bis Sonntag um Mitternacht. Unter allen Kommentatorinnen und Kommentatoren verlose ich ein Exemplar von Martinas grandiosem neuem Networking-Buch. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Teil der Sendung, der 17. LinkedIn-Live-Show mit Datenschmutz, unserer beliebten Rubrik, die Status-Updates der Woche. Und da habe ich heute zu Beginn gleich mal ein Status-Update in eigener Sache sozusagen. Der Herr Lennarz, seines Zeichens Growth Hacking Trainer und Keynote Speaker, hat mich als Gast in seinen Podcast eingeladen und wir haben uns recht ausführlich über, richtig, LinkedIn unterhalten. Aber hören Sie mal selbst rein, sehr verehrtes Publikum. Tachchen, niegelnagelneue Podcast-Episode zum Thema LinkedIn-Hacks, LinkedIn-Strategie mit Ritchie Pettauer, dem LinkedIn-Experten aus Wien. Wir haben ohne Ende LinkedIn-Hacks dabei zum Thema Outbound, also wie kann man Outreach machen beim Thema LinkedIn. Ja, nicht hier High-Ticket-Sales, Coach-für-Coach-Kram, was wir alle hassen, behaupte ich jetzt zumindest mal, ja, sondern so richtig kreative, wie textet man und was muss man denen schreiben, damit man die am Ende dann doch irgendwie als Lead bekommt und aber auch Inbound Strategie. Wie kann man sein Profil optimieren? Wie kann man mit Content Marketing Leute auf sein LinkedIn-Profil aufmerksam machen, um sie am Ende dann zu Leads zu bekommen? Und wie geht die LinkedIn-Plattform eigentlich weiter? Was sind so die Trends? LinkedIn Live ist ein Thema, LinkedIn-Events ist ein Thema. Neugierig geworden? Dann hört euch den vollständigen Podcast an. Hendrik hat 2 Teile draus gemacht zu jeweils 20 Minuten. Die gibt es auf Anchor FM. Und wie gewohnt, wie gehabt, der Link dazu in den Kommentaren. Ich habe gehört, das hat ein Vögelchen von den Bäumen gezwitschert, dass angeblich der Hendrik Anfang nächsten Jahres, vielleicht sogar im Februar, endlich mal in Wien eine Growth Hacking Veranstaltung, ein Growth Hacking Meetup anbieten wird. Und es könnte sehr gut möglich sein, dass ein gewisser Datenschmutz dort vorbeischaut und den Teilnehmern noch ein bisschen mehr über LinkedIn erzählt. Mehr dazu in Kürze, ja, sobald es Details gibt. Könnte aber, wie gesagt, sehr gut sein, dass Hendrik und Datenschmutz in geballter Growth und LinkedIn-Hacking-Power, ja, wie sagt man, über Wien kommen. Das zweite Status-Update in dieser Woche, da geht es um PNM, Personal Network Management. Es gibt ja eine ganze Weile schon eine Reihe von Tools, die das Managen verschiedener Accounts erleichtern. Buffer und Hootsuite wären da als Platzhirsche zu nennen. Damit kann man Status-Updates zeitlich vorprogrammieren. Die Funktion gibt es auf Facebook und Twitter mittlerweile schon längst nativ, auf LinkedIn noch nicht, da braucht man ein externes Tool. Man kann mehrere Accounts tracken und überwachen und so weiter. Was es aber bisher noch überhaupt nicht gibt, ist eine Software oder ein Service zum Management des persönlichen Netzwerks, der eigenen Kontakte, der eigenen Netzwerke auf den unterschiedlichen Plattformen. Und genau so etwas bastelt gerade Mario Fraiss, heißt passenderweise PNM, eben Personal Network Management. Es gibt eine frühe Alpha und man kann sich hier unter pnmalpha.fraiss.com registrieren für den Alpha-Test. Die erste Frage ist natürlich, gerade bei diesen Daten, kaum etwas ist sensibler als die eigenen persönlichen Netzwerkdaten, die eigenen Nachrichten und so weiter. Wie sieht es mit der Privacy aus? Da hat Mario einen sehr spannenden Ansatz gewählt. Es handelt sich sozusagen entgegen dem Zeitgeist nicht um einen Cloud-Service, sondern um eine lokale Software. Das heißt, die kompletten Daten verbleiben auf der lokalen Maschine des Nutzers, auch die Kontrolle über diese Daten. Also ein sehr, sehr spannender Ansatz. Bin neugierig, was sich da entwickelt und werde euch natürlich auch diesbezüglich am Laufenden halten. Auch hier Link zur Alpha-Registrierung in den Kommentaren. Und wenn ich mir so die Diskussion zum Beitrag heute ansehe, dann Mario, kann ich nur sagen, ich glaube, da gibt es ein sehr, sehr reges Interesse an einem solchen Service. PNM, Personal Network Management. Und damit zu einem Status-Update von Moritz Scheidel, über das ich heute im Feed gestolpert bin. Moritz schreibt oder argumentiert da, dass er sehr viele Personen erreicht auf LinkedIn mit mehr oder weniger nutzlosen oder wenig substanziellen Postings, dass er, wenn er aber wirklich wichtige Business-Tipps gibt, im Schnitt nur 500 Personen statt 10.000 erreicht. Ich fand das interessant, weil es widerspricht einerseits komplett meiner persönlichen Erfahrung. Vielleicht liegt das auch am Mangel an Vergleichsdaten. Ich wäre auf LinkedIn generell sehr zurückhaltend mit Inhalten, die keinen Mehrwert bieten. Aber sehr spannend ist die Diskussion, die sich dann zu diesem Update entwickelt hat. Martin Goldmann schreibt hier, ich finde 2000 erreichte mit konkreten Tipps einen sehr guten Wert. Der heilige Gral ist LinkedIn sicher nicht. Genauso wenig wie Videos die Lösung aller Content-Probleme sind. Aber es ist halt ein weiteres Feld, das wir bestellen sollten. Das sehe ich ganz genauso und ich würde auch sagen, für mich persönlich sozusagen hat sich dieses Feld als sehr fruchtbar erwiesen. Stichwort Business Mindset. Was ich mir auch gedacht habe beim Durchlesen, was Christian hier nochmal betont, ich wäre da auch vorsichtig mit der pauschalen Bewertung. Die Frage, und das kann man bei LinkedIn besser rausfinden als bei allen anderen Netzwerken, ist ja, wer hat es gesehen? Das ist genau der entscheidende Punkt. Es geht hier nicht um die Reichweite, sondern darum, die passenden Personen zu erreichen. Und ich glaube, irgendwo in der Diskussion, ich weiß nicht, ob ich auf die Schnelle finde, da schreibt der Moritz dann auch, ja genau, dass es schwierig ist, aufgrund des interaktionslastigen Algorithmus viele Personen zu erreichen. Ich finde, das Geile ist ja, dass der Algorithmus so interaktionslastig ist. Und noch ein Punkt, den ich auch sehr bemerkenswert fand, er schreibt hier im Update, ein Netzwerk wie jedes andere, aber mit Abstand der teuerste CPM. Ich weiß nicht, Moritz, meinst du jetzt mit CPM den Cost per Million, also die reichweitenbasierten Schaltungen? Es wäre eher ungewöhnlich, überhaupt auf LinkedIn auf Reichweite bzw. auf Views zu schalten. Ein CPC kann man machen. Sehr spannend wird es natürlich bei den Conversion-basierten Kampagnen, weil da ist es klarerweise so, wenn die Klicks teuer sind, sind auch die einzelnen Conversions relativ teuer. Wenn ich es richtig im Kopf habe, vor 4 oder 5 Jahren, lag der durchschnittliche Preis für eine erzielte Conversion über diese Lead-Generation-Formulare, also die Formulare direkt im Newsfeed, am US-Markt, je nach Industrie, zwischen 80 und deutlich über $100. Das klingt jetzt erstmal nach relativ viel Geld, aber natürlich muss man das in Relation dazu setzen, wie viel Umsatz bringt denn ein einzelner Abschluss, eine einzelne Conversion. Und da sind natürlich die Summen im B2B-Bereich in der Regel auch viel höher. Aber der eigentliche, entscheidende Punkt dabei ist, meiner Ansicht nach, und das begrüße ich sehr, LinkedIn zwingt uns Online-Marketer in der Praxis auch das umzusetzen, was wir in der Theorie schon lange predigen, nämlich sozusagen den ganzen Funnel, den ganzen Kundenweg zu optimieren. Ich kann eine Kampagne haben, die sehr, sehr gut funktioniert, aber wenn dann meine eigene Homepage die Conversions total, jetzt hätte ich fast abfuckt gesagt, aber das darf man im Dachraum abfucken sagen in Videos. Also wenn die eigene Homepage, die Usability katastrophal und grottig ist und so weiter, dann tun die teuren Klicks natürlich ganz besonders weh. Wenn man es aber schafft, die Zielgruppe richtig zu targeten, und das geht auf LinkedIn fantastisch, dann relativiert das diese relativ hohen View- oder Klickpreise sehr, sehr stark. In dieser Beziehung übrigens, wer LinkedIn jetzt schon teuer findet, keine guten Nachrichten, die Werbepreise werden sich in den nächsten Wochen, Monaten noch einmal deutlich nach oben entwickeln, was zum einen daran liegt, dass immer mehr Kunden Werbung schalten auf LinkedIn. Sozusagen, das ist ein gebotsbasiertes System, aber für die verstehen, wie dieser Kampagnenmanager funktioniert und wie die ganze Werbung im Kontext dieses LinkedIn-Ökosystems funktioniert, die erzielen da fantastische Resultate, wie viele meiner Kunden bestätigen können. Und dieses Status-Update hat mich auf die Idee gebracht, dass ich in einer der nächsten Ausgaben der LinkedIn-Show mal ausführlicher auf das Thema CPM, CPC, Conversions und überhaupt den LinkedIn-Kampagnenmanager eingehen werde. Wenn ihr dazu Fragen habt, wenn euch da spezielle Themen interessieren, Kommentare da unten, jederzeit gerne. Ich nehme das dann auch auf und werde es in die nächste Sendung einbauen. Und damit kommen wir zu einem weiteren Status-Update, das mich diese Woche ganz besonders geflasht hat. Unser Ilkay Özkisaoglu, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, so schwierig ist der Name auch wieder nicht. Oder? Ilkay, habe ich es richtig ausgesprochen? Ich freue mich drauf, wenn wir uns am 27. endlich mal persönlich kennenlernen. Ilkay hat vor kurzem hier dieses Status-Update veröffentlicht. Einmal mehr eine fantastische Idee. Und zwar schreibt Ilkay hier, es gibt das Problem, dass Videos im Feed eine Sonderstellung einnehmen und es besonders schwer haben, weil wenn man gerade keine Zeit hat, das Video anzusehen, wenn es keine Untertitel hat, wenn man keinen Ton zur Hand hat oder wenn es einfach gerade nicht passt, dann scrollt man weiter und das Video bekommt dann im Feed keine zweite Chance. Und Ilkay schlägt vor, in Zukunft den Hashtag LinkedInDACHTV zu verwenden für alle Videos von deutschsprachigen Video-Creators. Das hat nämlich den Vorteil, wenn wir alle diesen Hashtag verwenden, dann kann man auf LinkedIn-DACH.tv klicken und sieht sozusagen eine Übersicht der ganzen deutschsprachigen Videos, kann die auch später in Ruhe durchschauen, wie das eben so ist. Bei LinkedIn, bei der Hashtag-Ansicht hat man dann hier auch die Umschaltemöglichkeit zwischen den Top-Videos und den Most Recent. Also noch ganz neu dieser Vorschlag. Ich finde den wirklich ganz, ganz hervorragend und werde den auch sofort umsetzen und dieses und alle weiteren LinkedIn Lives bzw. Videos mit LinkedIn-DACH.tv taggen. Da haben wir schon einen Hashtag Biggyback Rider. Geht ja schnell. Brent Armstrong hat das hier auch schon gemacht. Engin hat sein Video getaggt damit. Bayam Panyami ebenfalls. Rudi Hampel. Ja, dieser Hashtag geht ab wie Schmidts Katze. Ich würde mich sehr freuen, wenn denn wirklich möglichst viele Video-Creators aus dem eben deutschsprachigen Raum aus Deutschland, Österreich und der Schweiz verwenden. Und Ilkay hat, den Link werde ich dann selbstverständlich auch in den Kommentaren posten, Ilkay hat nicht nur diesen grandiosen Vorschlag gemacht, sondern er hat hier bei seinem Posting auch eine Liste veröffentlicht mit allen ihm bekannten Video-Creatern auf LinkedIn, die eben regelmäßig Bewegtbild-Content veröffentlichen. Einmal hier die Damen und dann gibt es noch eine Liste aller Herren. Also erstmal fettes Danke, Ilkay, dass du dich so einsetzt für LinkedIn-DACH und auch mit solchen Ideen, mit Vernetzung sehr, sehr stark förderst. Ich glaube, das ist eine Sache, von der wir alle sehr profitieren, sowohl die Video-Creators als auch unsere Zuseher, die sich eben gerne auf diesem Weg informieren. Mit anderen Worten, LinkedIn-DACH.tv, lieber Christian, für dich LinkedIn-DACH.tv, diesmal nicht Link.tv, damit du da nicht wieder Strafarbeiten schreiben musst. Top, Ilkay. Ilkay, sag ich schon Ilkay vorher, ja. Ilkay Özkisaoglu. Bald werden wir uns dann kennenlernen. Muss ich dich ja nicht mit dem Nachnamen ansprechen, aber ich würde es hinkriegen. Natürlich leichter, wenn man ihn vor sich sieht und liest. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Status-Update für diese Woche. Michael Schüller hat sich ein sehr stylisches Hemd drucken lassen. Das hat er getragen am Swiss Sales Forum und ein GIF draus gemacht, bin ich Ihr Verkäufer der Zukunft. Ich finde eine sehr charmante Art des Kontaktpoints für Businessveranstaltungen. Ja, gefällt mir sehr gut. Und damit sind wir auch schon fast am Ende der 17. LinkedIn-Show mit Datenschmutz angelangt. Nachdem heute Donnerstag ist, gilt morgen wie immer TGLF. Thank God it's Linked Friday. Ich freue mich sehr, wenn Sie morgen wieder dabei sind und einen, zwei oder drei Ihrer Lieblingskontakte aus dem Netzwerk taggen, Ihren Kontakten vorstellen und empfehlen. Linked Friday. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Jetzt wäre noch ganz schnell die Gelegenheit, einen Kommentar abzusetzen, damit Sie an der Verlosung von Martina Haas Buch teilnehmen können und mit ihr teilnehmen könnt. Ja, und damit bleibt mir nur mehr zu sagen, wir sehen uns wieder nächste Woche, gleicher Tag, gleiche Uhrzeit, Donnerstag um 16 Uhr. Ritchie raus, ich wünsche einen wunderbaren Donnerstagabend. Wir sehen uns.